Hallöchen, in diesem Video zeige ich euch dieses Laufwerk. Das habe ich von jemandem bekommen, das sage ich jetzt gleich noch. Ich mache also Sprungmarken rein, Kapitel, dass ihr dahin springen könnt. In dem Video zeige ich euch halt, wie ich das Ding hier auseinandernehme, zeige euch, wo drauf es ankommt beim Reinigen. Bei dem Laufwerk ist irgendwie noch ein bisschen was Besonderes. Ein bisschen Laufwerkskunde, was sind die Besonderheiten zwischen dem Laufwerk und einem 3,5 Zoll Laufwerk und. Wünsche ich euch viel Spaß bei dem Video. Im Hintergrund seht ihr schon, dass das Alignment von diesem Laufwerk eigentlich absolut perfekt ist. Und ich habe nichts dran machen müssen, das habe ich so bekommen. Also viel Spaß bei dem Video. Ich hoffe, das funktioniert jetzt hier so, weil ich jetzt auf Linux bin, auf Ubuntu besser gesagt, nicht mehr auf Windows. Das hat einen Hintergrund, weil mein eines Capture Device mit Linux besser läuft als mit Windows. Das ist aber nicht so gut wie die anderen, die ich sonst hatte. Beziehungsweise das eine, was kaputt ist. So, jetzt habe ich hier was auf dem Tisch liegen. Das ist ein Diskettenlaufwerk. Ein 1541 vom C64. Das habe ich von dem. Ich sage es einfach mal so, ich hoffe, er ist mir nicht böse, Peter. Der hat mir das zugeschickt. Der hat mir auch noch andere Sachen zugeschickt, die kommen dann aber in anderen Videos. Und das hier ist ein 1541 Laufwerk, allerdings ohne Gehäuse. Das war modifiziert, das hat er in irgendeinem Tower reingebaut. Und ich weiß nicht, ob man das hören kann. Irgendwas ist da. Ich habe das auch schon mal ausgetestet. Also die LEDs leuchten. Die blinken nicht, die leuchten. Also scheint die Platine in Ordnung zu sein. Ich habe kein Netzteil dazu gekriegt. Ich benutze hier ein PC-Netzteil, weil da gehen 5 Volt und 12 Volt rein. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Ja, hier liegt was. Das ist für mein C64. Da kommen 9 Volt rein und da kommen 9 Volt und 5 Volt wieder raus. Da ist ein Step-Down-Regler drin, den habe ich da so reingebaut. Aber mit dem Laufwerk, das möchte ich erst einmal reinigen und euch noch mal was zeigen. Ich habe hier auch noch mein Mikroskop, das ist hier oben an. Neben der Kamera ist das mit an. Kann ich auch nachher umschalten. Ich kann euch mal hier so mal ein Bild zeigen. Da. Damit ihr wisst, wo ich bin, schalte ich zurück. Da. Das ist schon mal auf dem Schreiblesekopf ein bisschen eingestellt. Erst einmal muss ich das Laufwerk da abschrauben. Vom Käfig da unten rum. Zum Glück sind hier noch ein paar Schrauben. Achso, ich habe noch eine Sache vergessen. Das wollte ich euch noch zeigen. Ich will das Laufwerk auch noch mal testen mit dem C64. Da gab es noch die Blende. Die ist allerdings hier gekürzt und da gekürzt. Ich glaube auf 5,5 Zoll. Ja, für ein PC-Gehäuse. Kann man jetzt leider nicht mehr so benutzen. Das ist leider nicht mehr so benutzbar. Schade drum. Aber bei eBay habe ich ab und zu mal gesehen, es gibt Gehäuse, Leergehäuse zu kaufen, aber nicht recht günstig. Die sind dann auch so bei ja, 20 bis 50 Euro, je nach Zustand. Wäre schon schön, wenn ich da von einem so ein Gehäuse könnte oder ihr unterstützt mich dabei, weil kaufen kann ich es zurzeit sowieso nicht. Ich muss erstmal das Dings Capture Device wieder besorgen. Eventuell besorge ich noch Dings, sagt schnell, Test Cartridge für den C64 bzw. C128. Habe ich schon ein bei eBay auf Dings, eventuell noch eine Maus oder ich mache mal was anderes mit einer Maus.
So, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 5, 2, 4, 6 kann man nicht vertauschen. Die Dings nach hinten. Der hat einen Key, genau. Achso, dass das auch noch angeschraubt irgendwie so komischerweise. Die LEDs, zum Glück sind die noch dabei. Erstmal an das Laufwerk direkt kommen. So, das ist das Laufwerk und das ist die Platine. Ein IC im Sockel, 25, was heißt hier, 25, 1968-3, ja, weiß ich nicht, Sanyo Kopfverstärker, LA8200M 25 18 25, das sind die CIEs, müssten das sein, 65 22 65 22 65 02 AD, ich glaube das ist der Prozessor oder so, keine Ahnung. Ach, ich weiß das auch nicht. Ich habe da nicht so viel die Ahnung drüber. Einmal mit dem Pinsel ein bisschen sauber machen. Ist noch ein Sanyo-Chip drauf. Ein LC3517B-15. Das müsste der SRAM sein. B-15. Das könnte der SRAM sein. Ich schalte mal kurz aufs Mikroskop, da ist was. An diesem IC, das sieht nicht so besonders aus. Ich habe hier das Mikroskop bei mir auf dem Fernseher drauf. Jetzt habt ihr das auch. Jetzt sehe ich das gerade, wo ist denn das? Da. Diese ganzen, das sieht sehr grisselig aus. Ich weiß nicht, was das ist. Werde ich mal ein bisschen ISO versuchen. Das sieht aus, wie als wenn das Sand wäre. Ist das Sand oder was ist das? Kriege ich das da ab? Ich weiß nicht, was das ist. Flussmittelreste? Keine Ahnung. SN, HD, DM, DM, Pegelwandler oder was auch immer das hier sein könnten. Aber 6502, das könnte der Prozessor sein. Prozessor? Oder ist das der Prozessor? 25 18 28 03, 95 90 90 90 87 könnte 90 heißen, Portugal 89, kann man kaum lesen. Aber der ist aus 95. Alles andere ist so um die 90er rum und das ist 95? Nee, das kann nicht sein. Ist der mal getauscht worden? Kümmere ich mich nachher mal drum. Erstmal Floppy-Laufwerk. Ja, ihr habt das Bild wieder. Da den Knebel. Weiß ich nicht.
Am besten ist mal die Platte runter. Ich wollte euch gerne noch den Kopf nachher zeigen hier, deswegen das Mikroskop. Aber jetzt erst einmal, wo kommt dieses komische Geräusch her? Kommt das her? Irgendwo muss das herkommen. Wir nehmen das jetzt einmal auseinander. Das Alignment versaue ich dadurch jedenfalls nicht. Das ist ja nur hier die Deckplatte. Dieses Geräusch nicht zu hören. Es ist kugelgelagert, da könnte ich aber mal einen Tropfen Öl drauf tun. Das mache ich nachher. So, das hier ist relativ dreckig. Wundert mich jetzt, wo ist dieses Geräusch hergekommen? Halt die Stecker fest. Ist weg. Hier ist es auch nicht. Doch. Da ist das Geräusch drin. Das kann ich auch ruhig abschrauben. Das ist bloß die Lichtschranke. Und jetzt habe ich die Schraube runtergeschmissen. Ja. Ah, ich weiß, wo es herkommt. Hier ist auf der Feder ist so ein Röhrchen. Muss man mal drauf kommen. Na gut. Jetzt müssen wir die Schraube suchen. So, Schraube habe ich gefunden. So. Nehme ich das Teil mal kurz aus dem Weg. So. Können wir das ja mal ein bisschen. Ja, ich nehme Feuchttuch dazu. Boah, ist aber noch. Geht aber noch. Ist auch nicht recht. Nicht doll. Dreckig hier. Die Seite auch mal. So. So, sollte reichen. So, beim Schreiblesekopf.
Da gibt es eine Sache bei diesen Laufwerken, das vergessen ganz viele YouTuber. Das will ich euch mal zeigen. Da ist nämlich etwas, was man beim Reinigen mit beachten sollte. Ich nehme das hier mal ab. Den Hebel hier, den nehme ich ab. Den lege ich jetzt mal kurz beiseite. Da komme ich gleich drauf zu sprechen. So, jetzt fokussieren wir mal auf den Dings, den Schreiblesekopf. So, da ist der Schreiblesekopf. Jetzt werde ich da mal mein ganzes Ende dichter gehen, ohne hier irgendwie da ist der Schreiblesekopf. Ich mache das mal so. Ich denke mal, ihr könnt das erkennen. Das ist der Schreiblesekopf, den man sonst so nicht sehen kann bei den Laufwerken, weil die einseitig sind. Funktioniert das? Der hat nur unten einen Schreiblesekopf und oben drauf hat er was anderes. Und das ist sehr wichtig, dass man das Ding auch beachtet. Das vergessen sehr, sehr viele, die mit die Dinger reinigen. Man kann zwar den Schreiblesekopf schön sauber machen. Ja, das war nicht gerade der sauberste, aber das sollte so passen. Einmal so schön. Schön sauber machen. Dann kann ich da auch noch schön die Schienen hier einmal gleich sauber machen und ein bisschen Öl dran machen. Aber das Teil, worum es mir geht, ist dieser Hebel. Und bei diesem Hebel ist auf der anderen Seite so eine Art Filzpad. Da ist so eine Art Filzpad drauf. Da sammelt sich auch Dreck drin, ne? Und wird dann wie Schleifpapier. Dieser drückt von der Oberseite auf die Diskette und drückt sie auf den Schreiblesekopf. Und wenn der dreckig ist und wie Schleifpapier ist und bei zweiseitig bespielten Disketten, funktioniert dann eine Seite nicht mehr. Und man macht sich dann die andere Seite auch noch kaputt. Man macht sich dann in dem Sinne zumindest eine Seite der Diskette auf alle Fälle kaputt. Die andere Seite dann danach, wenn man sie umdreht. Ich habe hier sogar noch irgendwie eine ältere Diskette. Da wollte ich aber noch probieren, ob ich die zum Laufen kriege. Ich glaube, die geht sowieso nicht. Ich schalte mal um, ich zeige euch mal warum. Die funktioniert sowieso nicht, weil die ist total verbögt. Und die liegt ja so da drinne. Und der Hebel, den Filz, den ich euch gezeigt habe, der drückt von oben drauf auf die Oberfläche. Und wenn der kaputt ist oder hart oder sonst was, schrappt der über die Fläche, was nicht so schön ist. Der Schreiblesekopf hier ist ja poliert, der ist ja blank bis und geht nicht mehr. Wenn man sie dann umdreht und da, wo man vorher lesen konnte, der drauf drückt und das hin und her geht hier, schraubt man die Seite auch kaputt. Dann ist die Kette kaputt, weil dieser Filz hier dreckig ist, schleifpapiermäßig ist oder wie auch immer. So, ich gehe jetzt wieder auf das Oszilloskop, auf das Mikroskop. Ich fokussiere mal da drauf für mich und schalte euch um. Mal gucken, kriegen wir da mit ein bisschen Licht. Ja, das sieht schon mal besser aus. Mal gucken, wie sieht der aus. Er ist noch relativ weich. Aber ich werde da mal mit einem bisschen ISO und ein bisschen Dings hier, werde ich den mal ein bisschen abtupfen, weil da sammelt sich ja nur auch
direkt drin. Hat er auch. Ich weiß nicht, kann man das erkennen? Er ist leicht bräunlich. Das ist so viel Licht, ne? Also ganz leicht bräunlich. Also es ist schon Abrieb drin. Ich sehe es besser. Einmal den Filz mit sauber machen. Das vergessen einige. Mit zu beachten, sie machen den Kopf sauber, aber den Filz beachten sie hier gar nicht. Der sammelt ja nur auch magnetischen Abrieb von der Diskette, der dann auf der anderen Seite drauf ist, in den Disketten. Ich kann hier eine ja mal aufmachen. Zeige ich euch mal, die Diskette selber hat auch einen Reinigungsfilz drinne. Bei der Diskette ist das ja egal. Ich mach die mal auf. So, wartet, ich zeige euch das. Die haben eigentlich auch einen Reinigungsfilz drin für die Oberfläche. Bei der ist das echt nicht tragisch, wenn ich die kaputt mache. Gib mir mal das Messer. Schneid das mal hier auf. Einmal. Zweimal. Hier oben. So. Da. Seht ihr das? Die liegt zwischen Filz. Aber der kann auch nicht alles aufnehmen. Vor allen Dingen, weil der nicht direkt auf der Scheibe reibt. Aber so kann man mal die Floppy direkt sehen. Das ist die Floppy. Die ist auch schon ganz schön dreckig. Vielleicht kann man die ja auch trotzdem verwenden. Ich glaube, das war nur eine DD und keine HD. 2D. 2D? Habe ich auch noch nicht gehört. 525 2D. Kann man das lesen? 2D steht da. 48 TPI, nicht 96. Also müsste dann eine DD sein. Single Side oder was wie auch immer. Hier ist noch ein Verstärkungsring drauf, der ist ein bisschen verstärkt. Die liegt eigentlich so da drauf. Und dieser Kranz drückt dann oben drauf. Den wollte ich sowieso abmachen. Das mache ich jetzt mal schnell. Also hier einmal den Ring abmachen, ich den hier auch noch ölen wollte. So, Schraubendreher. Komm her. Ohne dass er mit gleich fliegen geht. Da ist noch eine Feder mit unter. So. So. Und der liegt dann da drinne, zentriert auch das Ding und dann läuft sie da drinne rum. Jetzt sieht man hier auch mal das Indexloch. Und hat der einen Index? Nein, der hat keinen Index, ne? Nee. Aber PC-Laufwerke oder das 1571 hätte hier auf der Stelle einen Indexsensor. Und immer wenn das Loch vorbeikommt, weiß er, aha, Sektor 0 fängt da an und geht dann rum. Das ist hart sektoriert, das ist der Index. Das haben 3,5 Zoll Laufwerke haben das auch. Ich weiß gar nicht, kann ich euch das zeigen? Dann
kann ich euch das gleich mal hier noch mal zeigen. 3,5 Zoll Laufwerke haben sowas auch. Jetzt gucke ich mal, ob ich das mal hier schnell gezeigt kriege. Die haben aber kein Indexloch, die haben was anderes. Ich hoffe, das klappt jetzt gerade mal auf die Schnelle. Ob das funktioniert, weiß ich jetzt nicht. Da ist noch eine Schraube. Also, ich weiß nicht, ob ich das hier bei dem jetzt hier gezeigt kriege. Da müsste ich auseinandernehmen, um das zu zeigen. Kann ich das nicht? Doch, da. Ich versuche das mal unter dem Mikroskop zu zeigen. Mit dem Licht hier klappt. Ja, da kann man es sehen. Ich zeige es euch. Da unten. Bei dem ist es jetzt wirklich schlecht zu sehen. Mal die Diskette. Das ganze Ding dreht sich. Das treibt den Motor an. Das hier ist ein Magnet. Und auf einer ganz speziellen Position. Muss ich mal gucken, ist das ein Elko? Nein, das ist. Das müsste der. Ich guck mal. So in der Ecke. Ich hoffe, man kann das nachher gleich sehen. Nein, da sind wir. Ich kann es jetzt so nicht sehen. Hier erstmal eingefangen kriegen. Mit dem Licht ist ein bisschen doof, aber da, wo dieses weiße Teil ist, ihr seht da so ein weißes Teil, da. Dahinter geht es noch weiter, das kann man schlecht erkennen, das kann ich euch schlecht zeigen. Ich möchte das jetzt nicht auseinanderschrauben, denn ist es nicht mehr justiert. Da ist der Hallsensor. Achso, das kann man hier sogar sehen, da. Da. In dem Sinne ist das hier kein Hallsensor im klassischen Sinne, sondern eine Spule. Hier ist es eine Spule. Da geht dieser Magnet vorbei und sagt dem Laufwerk, da ist das Index. Das ist der Index. Der liegt auch, ne, der liegt hier auf einer anderen Stelle. Die liegen bei vielen Laufwerken, liegen die auf anderen Positionen. Aber dann weiß das Ding vom Timing her, da ist das der Index. Das hier hat den Index jetzt auf der Stelle. Ich glaube, die meisten haben sie auf der Stelle hier. Und die Zeit, die dann vergeht, weiß es dann, wo Sektor 0 ist. Also bei dem Laufwerk, das ist jetzt ein Sony. Ja, das ist ein Sony-Laufwerk. Sony macht sowieso immer alles anders. So macht das ein 3,5 Zoll Laufwerk. Über einen kleinen Magnet an der Spindel. Und die 5,5, da komme ich gleich zu. Ich schraube das hier erstmal wieder zusammen, sonst ist das nachher wieder weg. Gibt hier noch ein klein bisschen Floppy-Theorie dazu. Den 3,5 Zoll Floppy HD 1,44 MB hat ja 80 Tracks mit 18 Sektoren. Da muss er wissen, wo Sektor 1 und Sektor 18 nachher ist.
Das geht hier über einen kleinen Hallsensor unten an der Spindel. Und beim 5,5 Zoll hat man das optisch gelöst beim PC oder beim 1571, also bei dem Laufwerk, was zweiseitig hat, hat man das über das Indexloch gemacht. Wenn man PC-Format schreibt oder ich glaube CPM braucht das auch, und zwar geht das nur, wenn das so rum drinne steckt. Dann ist das Loch nämlich über den Sensor. Dreht man sie um, ist das Indexloch weg. Man kann sie auch beschreiben, aber es gibt dann vielleicht ein paar Probleme. Man sollte solche Floppies, HD-Floppies, die zwei beidseitig geschrieben werden, dann auch nicht umdrehen. Das funktioniert auch nicht, weil die Köpfe zueinander, der Kopf, schalt mal um. Also zumindest habe ich das so rausgelesen. Wo war denn? Wo habe ich? Weiß nicht, ob ich das nochmal finde. Ich habe es so aber gelesen gehabt. Der schreibt ja hier eine Spur. Die ist ja nur so breit wie der Spalt, glaube ich. Oder das Viereck. Jedenfalls eine Spur schreibt er. Die ist hier relativ breit. Und der Kopf, der oben drüber ist, der ist ja nicht genau da drüber, sondern um genau vier Spuren versetzt. Der sitzt vier Spuren versetzt daneben und schreibt die Oberseite. Also die, wenn ich die Diskette umdrehe, die Spur 0, liegt dann vier Spuren daneben und das kann das Laufwerk nicht. Findet er dann die Spuren nicht. Aber hier ist es einseitig, man kann sie dann erst eine Seite schreiben. Moment. Schreibt man erst eine Seite und dann kann man sie ja umdrehen und dann die zweite Seite schreiben. Nur so viel dazu. So, den Kopf habe ich gereinigt. Den Filz habe ich jetzt auch soweit. Da mache ich noch mal ein bisschen Öl ran. Scheint schon ein bisschen trocken zu sein. So, dann mache ich hier den Filz wieder ran. Ich hoffe, hier ist nicht so viel im Bild. Die Kamera nehme ich mal hier ein bisschen auf dem Bild. Das Mikroskop. So. Aber eben das mit dem Filz, das habe ich schon so oft gesehen. Das wird so oft vernachlässigt. Wir werden die Köppe gereinigt. Und man fragt sich, warum funktioniert die Diskette denn trotzdem nicht? Komm hier. So. Der ist ja auch nur so. Der Stift ist auch nur reingesteckt. So. Ich weiß nicht, ob der mit 2 Gramm drauf drückt. Habe ich zum Beispiel mal kurz die Waage da. Wie kann man das am blödesten? Nee, kann ich nicht. Wird nichts. Wird nichts mit der Waage. Das klappt nicht. Ich glaube nicht, dass das 26 Gramm sind, die hier. Aber 2 Gramm sind das auch nicht. Glaube ich nicht. Sollte etwa mit 2 Gramm oder 20 Gramm? Kommt das ja hin. Weiß ich nicht. Im dagegen drücken. So, das haben wir gemacht. Das nochmal ein bisschen reinigen. Und neu ölen. Kriegen wir hin. Steht genau vor meiner Nase. Bisschen ISO. Der hier hat auch keinen Track 0 Sensor.
auch keinen Anschlag auf den Motor, so wie das Laufwerk, was ich im C128 habe. Der Anschlag funktioniert hier anders. Und zwar hier hinten ist eine Schraube. Da geht er dagegen und springt wieder ein Stück zurück. Und dann sollte er Track 0 haben oder Track 18. Ich werde gucken. Ich werde das ja anschließen und am C64 mit dem Test machen. Ich könnte hier gleich noch mal was bisschen reinigen. Und zwar habe ich das ja beim anderen auch mitgekriegt. Das wickelt sich ja hier um das Rad rum. Das ist nämlich auch nicht gerade sauber, aber das ist ja nicht so schlimm. Da braucht aber auch kein Öl ran, aber ein bisschen Öl. Einmal da. Das fühlt sich schon ein bisschen besser an. Da ist ein Gleitlager. Da unten dran. Das fühlt sich schon smoother an. Da ist auch noch ein Gleitlager. Auch noch mal ein Tröbelchen. Oh ja. Oh, weich wie ein Babypopo. Jetzt geht das wieder gut. Das fühlt sich sehr gut an. Sollte hinhauen. So. Ach, ich habe noch gar nicht erzählt, was das für ein Laufwerk ist, ne? Das ist ein Shinhorn FZ501M. Wenn ich euch jetzt sage, dass ich von China und noch was anderes habe. Ach, da hätte ich euch auch da dran zeigen können. Ein Shinhorn Werome FZ357. Das ist nämlich ein 3,5 Zoll. Hier kann ich euch das sogar noch mal besser zeigen. Wegen dem Index. Warum habe ich nicht gleich das genommen? Das lässt sich auch umjumpen, um es auch am PC zu benutzen. Ach nee, das kann ich nicht. Entschuldigung, das kann ich nicht. Da muss ich halt das halbe Laufwerk auseinandernehmen. Nee, das geht nicht. Entschuldigung, Kommando zurück. Das geht an dem jetzt auch nicht so auf der Schnelle. Ah, vielleicht kann ich das nochmal mit dem Mikroskop. Ich gehe mal zurück. Ich nehme mal das Mikroskop nochmal ein bisschen. Ich fokussiere mal. So. Da sollte jetzt irgendwo gleich ein Magnet auftauchen. Da. Da unten seht ihr Kupferspulen. Das ist ein Drei-Phasen-Motor und da ist der Hallgeber an der Ecke. Kann man das erkennen? Ich hoffe, man kann es sehen. Da so ist der Hallgeber. So, und ich sag ja, meistens liegen die auf dieser Seite hier. Achso, seht ihr gar nicht. Auf der Seite, und der Indexpuls ist jetzt hier auf der Seite, wo es bei dem anderen Laufwerk auf der Seite war. Hier unten irgendwo, da so. Also genau um 180 Grad gedreht. Also das macht genau 300 Umdrehungen. Das hat eine Zeit, wie auch immer. Sollte so passen. Das hier macht auch 300 Umdrehungen. Kann man das eigentlich justieren? Sieht nicht so aus. Hier ist nur der Motorcontroller drauf. Das macht auch genau 300 Umdrehungen, sollte es zumindest machen. Ist hier eigentlich ein Poti irgendwo? Sankyo. Sankyo ist das. Sankyo. Ist hier noch ein Datum drauf? 89. Aber ein Poti sehe ich jetzt nicht.
Das ist wohl fest eingestellt. Die Laufwerke gibt es auch mit externen DC-Motor und einer Platine oben drauf und Riemenantrieb. Ja, das kann man dann noch einstellen. Hier sieht man den, ich glaube, die Sendediode, oder? Ja, die Infrarot-Sendediode kann man hier sehen. Kann ich euch das auf dem Punkt sagen? Hier zeige ich euch. Die Sendediode für Schreibschutz. Und hier ist die Empfangsdiode für den Schreibschutz. Infrarot. Das ist ein, im Endeffekt ist das einfach nur ein Transistor mit Kollektor- und Emitteranschluss und die Basis ist lichtempfindlich. Die Basis wird mit Infrarotlicht geschalten. Mehr ist es nicht. Das ist das ganze Geheimnis davon. So, jetzt haben wir den Filz sauber, den Kopf sauber. Wir haben es geschmiert. Auf der Seite, die andere Seite noch machen. Ich packe es mal beiseite. Hier und das hier. Moment, ihr seht ihn jetzt gar nicht. Entschuldigung, habt ihr gar nicht gesehen, ist egal. Aber das hier, das sieht aus wie so ein Fidget Spinner teilweise. Aber den könnten wir auch noch mal ein wenig den Staub wegmachen. Und einmal so ein bisschen reinigen am Rand. Kann ich ja wieder ein Tüchlein nehmen. Da muss ich jetzt nicht so viel Aufwand machen. Das reicht eigentlich, wenn man weiß, man muss bei den einseitig bespielbaren Laufwerken oder die einseitigen Laufwerke, also das 1541 in jeglicher Variation. Ob VC 1541 oder Commodore 1541 oder 1541C, das sind glaube ich alles Single-Side-Laufwerke. Muss man halt wissen, wenn man es reinigt, den Kopf reinigt, man sollte sich auch mal den Filz angucken und schauen, dass der sauber ist, noch weich ist, sonst hat man da Schleifpapier, die einem dass einem da, ich habe jetzt hier nur die am Rand hier ein bisschen den Gang weggenommen, den Dreck, dass man da ein bisschen drauf achtet, sonst hat man da wirklich Schleifpapier und dann schleift man sich die Disketten kaputt. Und das, der Kram ist halt auch eben, da wollte ich noch einen Tropfen mehr machen. Ist halt eben auch schon mal so 30, 40 Jahre alter Zeug. Ja, so einen ganz leichten Lagerschaden hat es. Es robbelt ein bisschen, man merkt es. Ich weiß nicht, wie viele Stunden das schon runter hat. Aber das sollte nicht so das Problem sein. Ist nicht viel Kraft drauf. So, achso, da muss man noch die Feder wieder drauf. Das kann halt auch ein bisschen verharzen und schwergängig werden. Ja, du bist drehbar, ich merke das. Manchmal gibt es auch so eine Quietschgeräusche, wenn das dann anfängt so ein Quietschgeräusch zu machen, dann sind das hier die, das ist meistens das hier mit dem Lager, vielleicht sind das Gleitlager, das ist jetzt Kugel gelagert. Das hier sollte noch soweit okay sein mit dem hier. Ach, ihr habt jetzt noch die Mikroskope im Bild. Also
zeige ich es euch jetzt noch mal kurz, damit ihr es seht. Also da haben wir jetzt geschmiert, da haben wir sauber gemacht. Sende- und Empfangsdiode habt ihr gesehen. Dann kommt das hier wieder. Ach so, hier ist ein Filz. So ein Schaumgummi. Das kann auch mal irgendwann in seine Einzelteile zerfallen. Dann hat man den ganzen Dreck im Laufwerk und auf der Diskette. Das hier ist aber noch gut. So, dann kommt das hier wieder drauf. Da. Zwei waren da, eine waren da, eine war da. So, das müsste die sein. Schraubendreher. Falter. Ja, ich habe jetzt hier schon so viel und so lange gesabbelt. Macht ja nichts. So, da. Da. So. Ich habe noch eine defekte Diskette. Die lassen sich halt nicht mehr formatieren. Und haben Lesefehler und haben schon. Ich guck mal nach einer, die schon relativ, die ging eigentlich, aber nee. Nee. Die waren es auf alle Fälle nicht. Da, ich weiß nicht, ob man das bei dir nachher gleich sehen kann. Die geht auf alle Fälle nicht mehr. So. Der Knebelverschluss passt halt nicht. Oh, klappt. So. Und bei der Diskette, vielleicht kriege ich das mit dem Mikroskop so ein bisschen. Da. Man würde sagen, das ist ein Headcrash, aber auf einer normalen, aber hier hat wirklich schon der Schreiblesekopf schon ordentlich drauf gescheuert. Da sieht man das. Da sind schon richtige Spuren, also da ist schon das magnetische Material weg. Die andere Seite sieht nicht besser aus. Da sieht man das. Und die Seite ist die, wo der Schreiblesekopf läuft. Die Seite ist die Seite, wo der Filz drauf ist. Und dann könnt ihr euch vorstellen, wenn der Filz irgendwie einen Staubkorn oder irgendwas drauf hat, der reißt, haut ja auch diese ganzen Riefen oben drauf. Dann ist die Diskette definitiv sehr schnell kaputt. Oder die Floppy. Darum, wenn man reinigt, dann auch den Filz reinigen. Man kann ihn auch austauschen. Nur weiß ich nicht, was ich da für einen Filz nehmen kann. Man könnte ihn tauschen. Vielleicht weiß ja einer, was das für eine Art Filz ist, weil das habe ich nicht rausgekriegt. So. Dann das hier. Da wollte ich mit ein bisschen ISO bei. Wo habe ich jetzt die Bürste? Da habe ich die Zahnbürste. Mach mal so, dass ich da nochmal an das IC komme. Dieses komische. Jetzt kann man das sehen. Geht das mit dem Licht so? Oder wenn ich das ausmache? Ich muss mal gucken, dass ich das mit dem Licht anders kriege. Das scheint irgendwie irgendwas zu sein, was nicht so besonders ist. Gut. Gucken wir,
Prozesse so. Gleich mal gucken hier. Ich glaube, so ist es besser, ne? Ich gucke jetzt einfach mal einmal kurz unter die unten auf die Platine drauf. So, aber das müsste dann jetzt theoretisch so. Und so. Das passt, da passen die Schrauben rein. Und da noch. So, muss ich noch einmal das Kabel wieder anlöten da vorne bei der LED-Dai. Bei den LED-Dais. Ist aber noch eine Sache. Ein Teil ist ja noch ab. Das muss ich mir. So. Ein Teil ist ja noch ab. Und zwar das hier. Das ist. War das so? Nee. So. Was habe ich jetzt hier gemacht? Hier ist so ein Plastikteil. Da. Das kommt da rein. Das geht um den Empfänger so ein bisschen als Lichtschutz. Streulichtschutz. Der muss ja auch noch wieder ran. So. Falscher Schraubendreher. Den. Dann haben wir das jetzt eigentlich soweit wieder zusammen. Nochmal Schreiblesekopf. Ich hoffe, das funktioniert noch, aber die sollten eigentlich noch hinhauen. Zumindest sollte der Schreiblesekopf hinhauen, weil der ist eigentlich von Shinon, ist mir jetzt nicht bekannt, dass die durchgehen. Oder aufgehen, besser gesehen. Gesagt, weil nur Mitsumi und Neutronics. Alps nicht, ist nur Mitsumi und Neutronics, die, wo die Köpfe durchgehen, sehr häufig. Bei Shinon ist mir das nicht bekannt. Ich ja, weiß auch gar nicht, ob das überhaupt irgendwie irgendwer mal irgendwie so hatte, Shinon Drive. Ich meine, ich habe viele Videos gesehen mit C1541, Service, sagen wir es mal so, und da war, die waren anders aufgebaut. Die waren nicht so aufgebaut. Das waren keine Shinon 3, Shinon oder sowas. Es war meistens war das Neutronics oder Mitsumi. Das Alps hatte auch nicht den Knebelverschluss hier, sondern den, wo man den hier, den großen breiten, der nach unten geht. Also mir ist jetzt nicht bekannt, dass diese Art Laufwerke da irgendwie ja, hier ist ein Stück Kabel. Ist das jetzt abgebrochen? Ja, das muss da in die Mitte muss das wieder rein. Wenn wir nochmal anlöten. So. Lötkolben an. Und halt wie gesagt, mir ist es nicht bekannt, dass da diese Art Laufwerke Probleme machen soll. Das Laufwerk, was ich im C128 habe, ist ein Mitsumi. Mitsumi kenne ich eigentlich als, also vom normalen PC-Bereich her, eigentlich als sehr zuverlässig. Darum ist mir das auch in dem Sinne gar nicht so bewusst gewesen, dass es da
so viele Ausfälle mit dem Schreiblesekopf gibt, dass der aufgeht, dass der hochohmig wird, einfach so. Ich wüsste jetzt auch nicht, warum das so sein sollte. Was da jetzt genau der Fehler ist, warum die Schreibleseköppel hochohmig werden. Das kann ja nur ein Isolationsfehler sein oder ein Fabrikationsfehler. Ich muss da das Kabel wieder durch. Komm her. Ja, ihr seht jetzt davon gar nichts. Großartig. Das Kabel ist drin, noch mal ein bisschen Zinn dran. Das muss doch irgendwie, muss es doch möglich sein, den Schreiblesekopf da zu retten. Das kann auch nur ein Verbindungspunkt sein oder was. Also das Kupfer da drinne kann nicht einfach auseinandergehen. Gut, sie können durchbrennen, wenn man zu viel Strom drüber jagt. Das ist möglich. Klar, das kann immer passieren. Aber einfach so von jetzt auf gleich einfach der Kopf durch. Das wüsste ich nicht, dass das da irgendwie was das verursacht. So, jetzt muss ich mal wieder meinen Strom hier reinfriemeln. Das sind die 5 Volt, der kommt da oben rein. Das ist der Grund. Der kommt da unten rein. Ich hoffe, der bricht mir jetzt hier nicht ab. Nee, nicht abbrechen. So, ich hoffe, das klappt so. Und da sind die 12 Volt. Die kommt da rein. Da halt keinen vernünftigen Stecker für. So, PC-Netzteil, das muss ich brücken. Dazu habe ich die Pinzette, grün und schwarz. Strom ist drauf. Aha. Also, das hat funktioniert. Ja, es ist halt eben Tinten mit der Stecker, muss ich gleich nochmal gucken. Guck mal hier mit den. Mit den LEDs. Ich will, dass ihr das auch seht. So. Ja, das war ich jetzt hier hinten. Und der Schalter hier hinten, der ist. Nicht sehr besonders. Aber so sollte es sich verhalten. Es sollte einmal anlaufen. Kein Blinken, kein Nix. Heißt, Controllerboard ist in Ordnung. So, ich baue jetzt hier erstmal den Amiga wieder auf. Amiga. Atari. Auch nicht. Den C64. Und werde das hier ein bisschen verkabeln. Und dann wollen wir mal gucken, ob das Laufwerk läuft. Wie mache ich das? So, sehen wir uns gleich wieder. So, bin ich jetzt wieder da. Jetzt habe ich das soweit zusammen. Und da mache ich jetzt mal. So. Müsste man sehen können, wenn ich jetzt versuche, 9. Ich habe das Laufwerk jetzt auf 9 gesetzt. Macht er nicht. Aber ich brauche ja den FB64,8. Da nehme ich jetzt nämlich das SD2IC zu. An. So, dann
nicht Demo, sondern die hier. Diagnostik. Komma 8. Weil ich kann ja schlecht von dem Laufwerk laden, wenn ich nicht weiß, ob das justiert ist oder nicht. Dann brauche ich wieder die eine Diskette. Das ist sie nicht. Den Ton hört ihr jetzt leider. Über das andere Mikrofon habt ihr nicht Video direkt. So, die Demo-Diskette, die auch schon sehr gelitten hat in dem Sinne. Mach ich mal Insert in Empty Disk in Drive 8. Das verkehrt rum. Ich muss es andersrum machen. Alignment Check, ja, da macht er jetzt SD2IEC. Das ist jetzt natürlich verkehrt. Wie kriege ich das jetzt auf? Performance, wenn in den Sektor. Moment, da muss ich jetzt einmal kurz. Improvisieren. Das machen wir andersrum. Laufwerk ist funktioniert noch. Loading, so sollte jetzt hinhauen. Diagnose, weil ich habe das Cartridge nicht und das wollte ich mir auch noch besorgen. Ja, ich brauche ein ROM-Programmiergerät, habe ich auch nicht. Ich brauche so vieles eigentlich für den ganzen Kram hier, was ich nicht habe. Das kann wieder raus. So. Am besten ist, wir nehmen erstmal eine defekte Diskette, bevor mir das Laufwerk noch die andere Diskette hinüber macht. Machen wir die. Zumindest haut die Diskette nicht mehr hin im 1571. Lässt sich nicht richtig formatieren. Ja, schön, dass da die Maniac Mansion Musik zwischen ist. So. Send EO. Okay, okay, okay. Das ist gut. So, dann Directory, kannst du das lesen? Irgendwas tut er. So, Speed Check Performance Test. Reverse Knock, den muss ich mal testen. Press Return. Erstmal gehen wir nach vorne. Das war kein Reverse Knock, das ist ein Vorwärts Knock. Gehen wir nach
Das war jetzt aber nicht richtig. Mach ein Fast-Format. Fast-Format, ID, egal. Blocks-Free, das tut er. Reverse-Knock, Speed-Check. Dreihundert,7 passt auch. So. Alignment checke ich gleich. Machen wir einen Performance-Test. Ist egal. Das sollte er eben machen. Nach hinten fahren und dann. Das wäre der Reverse Knock, oder wie auch immer das heißt. Ja, und bei Track 18, da wo die Informationen drinne stehen. Da hat er bei dem C128 halt gesagt, da ist ein Sektorfehler. Weil ich das mit CPM gemacht habe, der kann mir das direkt sagen. Der hat mir direkt gesagt, Sektor, da ist irgendein Sektor von Track 18 nicht in Ordnung. Und irgendwo war noch eine Spur auf der Diskette, meine ich, war das, die nicht in Ordnung war. Mechanical Test okay. Okay, das hat er geschafft. Nein, nicht nochmal. Also das Laufwerk scheint zu laufen. Errorscan. Bad Sectors One, ja, sag ich doch. Beim Formatieren hat er mir gesagt, er hat irgendwo einen defekten Sektor auf der Diskette. So viele sind das nicht. Ich habe ja 2, 4, 6, 7, 8, 9, vielleicht 10 defekte Disketten. So, Head Exerciser, was war denn Head Exerciser? F1 Step Half Track Up Down. Okay, funktioniert. F3. F2 ist Bump to Track 1. Seek to Track 18. Motor on, Motor auf, macht er. Gut, das macht er alles. Error, Fast Format hat er Reverse noch, Speed Check hat er. Validate Disk. Wie gesagt, jetzt war auch okay, aber Sektor View wollen wir nicht. Alignment müsste er jetzt theoretisch 100 anzeigen. Weil das formatiert hat, selber formatiert. Aber wir wollen es ja mit einer gefertigten Diskette machen, die ja von Commodore selbst irgendwie geschrieben wurde.
Dass er jetzt natürlich ein hundertprozentiges Ergebnis bringt, ist klar. Ich habe die Diskette mit dem Laufwerk formatiert. Dann passt das eigentlich immer. Kann ich das irgendwie abbrechen? Ja. So. Das ist klar. Das haben wir. So. Alignment Check. Nochmal. Das Alignment sieht sehr gut aus. Ja, das sieht sogar besser aus als auf meinem C128. Also sollte ich das doch noch mal ein bisschen nachjustieren. Auf dem C128. Ja, ist klar. 36 ist klar. Gut. Das Laufwerk läuft. Das ist justiert. Das funktioniert wunderbar. Kann ich jetzt nicht sagen, dass das nicht funktioniert. Also ein 1541 Laufwerk. Funktionabel. Bisschen gereinigt, bisschen sauber gemacht. Geschmiert. Ja gut, das Video ist jetzt natürlich extrem lang, aber was soll ich dazu sagen? Gut, dann danke ich fürs Zugucken und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Okay, bis dann. Tschüssi.